Die Expertise, die ich habe, sind 20 Jahre Trainer und auch mit dem Wissen, dass meine Perspektive nicht die einzige auf Fußball ist. Deswegen dieses wunderbare Team, das wir zusammengestellt haben. Einfach allen Trainern die Chance zu geben, besseres Training zu machen. Und nicht, weil wir irgendjemandem was wollen und sagen, du hast es schlecht gemacht, aber weil wir das Wissen teilen wollen. David Alaba, Thomas Müller, da können wir Mats Hummels, Holger Badstuber, kannst du so weitermachen. So viele Positionswechsel und selbst auch in der Halbzeit ist das ja immer eine Challenge mit dem Kollegen, weil der sieht ja auch, was da passiert. Und am Ende gucken da auch noch drei andere Leute drauf. Ja. Das heißt, da bleibt ja auch, wenn was nicht funktioniert, dann wird er umgestellt. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Interview auf diesem Kanal. Ich bin wie immer nicht alleine. Bei mir ist Hannes Wolf. Schön, dass du Zeit gefunden hast. Sehr gerne. Ich bin gespannt auf die nächsten 45 Minuten. Schauen wir mal, wie schnell wir durchkommen. Erste Frage natürlich, wie geht's dir? Gut. Ich war jetzt im Trainingslager mit der U16 und U17 Nationalmannschaft. Zum dritten Mal schon. Das spricht für eine gewisse Kontinuität. Das fühlt sich erstmal sehr gut an. Das auch, macht auch sehr viel Freude, auch aus der Rolle, weil ich ja nicht konkret Trainer dieser Mannschaften bin. Das waren Michael Prus und Marc Meister mit ihren Teams. Und ich aus der neuen Rolle gucke, was können wir denn als deutscher Fußballer mitnehmen und was können wir in das System bringen, was wir alle davon lernen können. Und das macht viel Freude, ja. Du hast es gerade schon angeschnitten, du bist aktuell sowohl U20 Trainer beim DFB und neuerdings auch Direktor Entwicklung. Hol uns doch mal ab, wie sieht ein Tag im Leben von Hannes Wolf aktuell aus oder was sind deine Aufgaben? Ja, Direktor für Training und Entwicklung, ich würde immer das Training groß schreiben, weil das ist das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, dass wir sagen, wir wollen Training verbessern und zwar für alle. Wir glauben, dass wir da einfach Potenzial haben. Vielleicht musste Deutschland auch nie so gut sein, weil du mit so einem großen Land, mit 81 Millionen Menschen, alle Kinder spielen Fußball und über den Straßenfußball, über das Draußenspielen natürlich immer Spieler bekommen hast. Und heute sind wir an den Punkt gekommen, dass Fußball ist ein globales Spiel, es wird überall sehr, sehr gut gearbeitet. Und wir haben natürlich weniger Straßenfußball, wir haben mehr Ganztagsschule, weniger Straßenfußball, viel früher den organisierten Fußball. Und da haben wir gesagt, wir müssen die Schritte machen, inhaltlich und das auch stringent und über die Altersklassen. Und da sind wir drin und deswegen kann man aber einen Tag nicht definieren, weil wenn ich bei der U20-Nationalmannschaft bin, dann bin ich Vollbluttrainer und arbeite mit den jungen Leuten. Immer mit dem Ziel der individuellen Entwicklung, aber natürlich auch auf den Gegner hin. Aber immer mit der Überschrift individuelle Qualität entwickeln, weil das sind Spieler im Übergangsbereich. Und ich begleite die dann in kurze Zeitspanne. Aber ich möchte natürlich, dass sie am besten im nächsten Spiel gut sind, aber viel wichtiger in einem Jahr, in zwei Jahren, in drei Jahren ihre Träume erreichen können. Und da versuchen wir zu helfen und zu unterstützen. Aber jetzt, wenn man die nächsten Tage nimmt, das Seminar Fußballentwicklung in Frankfurt, wo wir Vollgas geben, mit den Stützpunktkoordinatoren, wenn wir sprechen, dann geht es nach Paderborn, zum SC Paderborn über Training zu sprechen, dann zu Borussia Mönchengladbach, dann wieder nach Frankfurt, um zu gucken, wie kriegen wir Trainingsphilosophie Deutschland in die ganzen Lizenzstufen, aber auch irgendwann mal in die Schulen. Mhm. Das sind natürlich auch viele strategische Gespräche, aber schon sehr abwechslungsreich und fühlt sich passend an in dem, was ich kann und was ich auch gerne mache. Ein sehr bunter Tagesablauf, würde ich sagen, mit verschiedensten Schwerpunkten. Klingt aber sehr, sehr interessant. Es war ja medial in den letzten Jahren immer wieder zu vernehmen, dass der DFB kein strukturelles Problem hat, aber das ist mal wieder, du hast es angesprochen, dass eine Reform nötig war. Ihr habt jetzt ein neues Jugendkonzept entworfen. Nimm uns doch mal mit, was sind die signifikantesten Unterschiede zu den vergangenen Jahren? Was wollt ihr anders machen? Was wollt ihr jetzt besser machen? Ja, das wird oft so ein bisschen in einen Topf geworfen. Also es gibt die Kinderspielformatreform, da kann ich eigentlich gar nichts für. Die wurde vorher entwickelt, ich bin so ein bisschen das Gesicht davon geworden, bin das auch gerne, weil ich daran glaube, dass das richtig ist und dass wir das sogar auch noch ein bisschen weiterdenken können, auch in den D-Jugendbereich, eigentlich auch in den C-Jugendbereich, wobei das ein bisschen schwierig wird. Warum ist das schwieriger? Weil die beste Idee, die wir vom Format hätten, wäre, dass du 9 gegen 9 spielst auf dem Zweidrittelplatz und auf dem zweiten Feld dahinter spielst. Das Problem ist nur, dass aus dem ersten Feld die Bälle in das zweite Feld fliegen. Das wäre ungünstig. Wenn du C-Jugend weißt, was die schießen können und dann kriegt da einer einen Ball vom Kopf, das hakt an der Umsetzung. Aber das alleine, wir haben es jetzt bis zur E-Jugend, wenn du dann die D-Jugend noch mitnimmst, mehrere Felder, alle Kinder spielen Fußball. Du hast einfach eine individuell viel höhere Aktionsdichte und eine höhere Spielzeit. Die Jungen müssen wir auf jeden Fall noch ran, weil die Jungen 9 gegen 9 und Kinder auf der Bank, ich finde, das ist nicht okay. Aber ich finde, wir haben 2024, da muss in der D-Jugend, eigentlich auch in der C-Jugend, sollte keiner auf der Bank setzen. Wir gestern zum C-Jugendspiel gefahren, da hatten beide Mannschaften 7 Spieler auf der Bank. Das ist aber die Realität.
Wenn wir dann noch Ballaktionen nehmen, wenn wir Stürmer gucken, ein Stürmer hat im 11 gegen 11 so wenig Ballaktionen und im Zweifel sitzt er noch auf der Bank oder wird ausgewechselt, weil der andere Stürmer auch noch spielen muss. Also da haben wir auch strukturelle Themen. Das sind die Spieltage, das ist die Spielreform. Das, womit wir angetreten sind, auch mit dem Kompetenzteam, Hermann Gerland, Sandro Wagner, Sven Bender und so weiter. Wir haben da ja Hanno Balic, ich muss jetzt alle aufzählen, kann man ja nachgucken. Ganz wunderbares Team zusammengestellt und auch, da arbeiten noch viel mehr Leute mit. Das ist die Trainingsphilosophie Deutschland. Und da versuchen wir auch über die YouTube-Formate, auch über Öffentlichkeit, einfach allen Trainern die Chance zu geben, besseres Training zu machen. Und nicht, weil wir irgendjemandem was wollen und sagen, du hast es schlecht gemacht, aber weil wir das Wissen teilen wollen, was ist das bestmögliche Training und die bestmögliche Rezeptur, weil das können wir aus der Gruppe natürlich einschätzen. Was ist das, was du wirklich brauchst später? Was ist da relevant? Was macht am meisten Freude? Was hat am meisten Intensität? Wo hast du viele Wiederholungen? Und da wollen wir helfen und das sind aber eigentlich zwei Paar Schuhe. Also die Spielformatreformen, Spieltagsreformen, die kamen, die waren schon da, da mache ich gerne mit. Die Trainingsphilosophie, das ist unser Baby. Und da glauben wir auch, dass es das größte Potenzial hat. Dann lass uns doch mal über ein perfektes, modernes Training von Hannes Wolf sprechen. Wie sieht das aus, auch unter der aktuellen Reform, vielleicht auch ein bisschen runtergebrochen auf das, was du bei der U20 machst, dann im Trainingsbetrieb, auch wenn man das vielleicht dann vom ganz jungen U-Bereich nicht übernehmen kann, aber gibt es für verschiedenste U-Bereiche, damit wir auch ein paar Trainer, die gerade zuschauen, mit ins Boot holen, wie sie ein perfektes, modernes Training gestalten. Ja, das kann man sogar nachlesen in dem Modell der besten Trainingseinheit. Sagen wir eine Altersklasse, dann kann ich... Dann lass uns... Du kannst auch mehrere Altersklassen erfragen. Dann lass uns doch mal die ganz Jungen machen, lass uns doch mal U13 machen. Perfektes U13. Das sind nicht die ganz Jungen. Nee, die ganz Jungen sind es nicht, genau. aber ich bin Jahrgang 98, für mich sind es die ganz Jungen. Ja, genau. Wir haben eigentlich ab dem Alter 7, also wenn die Kinder 7 sind oder 6 sogar, haben wir schon eigentlich das so das beste Training für uns. Dann ist es bis 3 gegen 3 oder erstmal noch 2 gegen 2. Wenn sie dann 8 sind, bis 3 gegen 3. Und wenn sie dann 10 sind, dann geht es bis zum 4 gegen 4. 12 Minuten aufwärmen, viele Ballaktionen. Ich finde auch Ballbeherrschung und Finden dürfen drin sein. Ist auch ein stark koordinativer Aspekt. Aber du musst einfach sehr, sehr gut mit dem Ball sein, um später auf hohem Niveau jemanden ausspielen zu können. Dann würde ich sofort spielen. Also wenn du jetzt 16 Spieler und 2 Torhüter hast, was für vielleicht eine realistische Größe ist, dann würde ich auf 2 Feldern 4 gegen 4 spielen, jeweils auf ein Tor. Ja, kannst du mit drehendem Angriffsrecht super spielen, damit du sofort in kurzer Zeit Netto-Spielzeit generierst. Also das, was früher der Bolzplatz war, aber das schaffst du nur auf 2 Feldern, dass sie wirklich viel spielen. 5x3 Minuten, 1 Minute Pause. Da hast du sofort all das, was Fußball ausmacht, da drin. Würde dann das nochmal da rausgehen, nochmal üben. Also kann sein, erste Kontakte waren nicht gut, also das erste Kontakte üben. Torschüsse müssen wir nochmal ran, lass uns Torschüsse üben. Flugbälle sind vielleicht weniger drin, weil die Felder klein sind. Also Flugbälle da reinnehmen. Und können auch athletische Inhalte sein, also zum Beispiel maximale Sprints. Du kommst in Spielformen nicht so auf diese maximalen Sprints, bist eher so bei 90%, vielleicht mal 95%. Viele Antritte, aber Ball auf Strecke. Das können Pendelstaffeln sein, also sehr, sehr frei in dem Teil, dann nochmal 12 Minuten üben und dann würde ich nochmal spielen. Und dann haben am Ende alle Spieler 10x3 Minuten gespielt, du hast selbst gespielt, 10x3 Minuten scharf, immer nächster Ball, dann hast du richtig Sport gemacht und das ist für uns das beste Training und das sollte eigentlich jedes Kind, jeder Spieler, jede Spielerin in Deutschland mindestens 2x machen pro Woche. Das heißt, wenn du nur 2x trainierst, dann 2x so. Wenn du 3x trainierst, trotzdem mindestens 2x so, kann auch 3x sein. Und das ist das, was wir als Struktur geben wollen. Und diese scharfen Intervalle, wo wirklich Fußball im Vordergrund steht, auch mit den Freiheitsgraden, mit den direkten Duellen, also nicht immer 3 Mann Überzahl, sondern gerne auch im direkten Duell, das ist das, wie wir gutes Training sehen. Korrigiere mich gerne, aber es geht dann übergeordnet auch darüber, dass einfach Kinder auch viel mehr Kontakte haben, viel mehr dribbeln dürfen, als es vorher der Fall war, weil wir eben, du hast es angesprochen, in vielen U-Bereichen immer noch die Rolle von Ersatzspielern und im Training dann auch auf großen Plätzen spielen, dass du weniger dribbelst und jetzt hast du mehr Kontakte, damit du im Endeffekt auch ein ganzheitlicher Fußballer wirst? Ja, wenn du ein 8 gegen 8 nimmst plus Torhüter, das heißt, wir haben ja 16 Spieler und 2 Torhüter bei unserem Training und du spielst jetzt, das ist ja 9 gegen 9 mit Torwart, du spielst jetzt einfach freie Fußball, das ist ein Dribbling ja fast asozial. Wahrscheinlich. Weil es ist ein Schlüssel von 18 Spielern und Spielerinnen und einem Ball. Das heißt, wenn einer ist, der die ganze Zeit dribbeln möchte,
der ignoriert die anderen. Also das heißt, da schreien automatisch die Menschen Spiel ab. In einem 4 gegen 4 ist das nicht der Fall. Weil da kannst du dribbeln, hast kurz danach wieder die Aktion, dann kannst du passen. Und deswegen ist dieses kleine Format, ist der absolute Schlüssel. Du hast viermal so oft den Ball und du fokussierst doch das, was viel schwieriger zu lernen ist, nämlich im Dribbling jemanden auszuspielen, als mit dem Pass jemanden auszuspielen. Passen kannst du by the way lernen, das kommt eh immer vor. Also im 4 gegen 4 ist ja auch Passen drin. Wenn wir mit Anspielern spielen, hast du auch noch andere Passdistanzen und eine andere Form von Wahrnehmung. Und diese kleinen Formate, das ist ein absoluter Schlüssel. Wenn wir uns aber jetzt in der D-Jugend schon U13 ist ja Altjahrgang D-Jugend. Das heißt, wenn wir uns da jetzt schon an dem Spielformat orientieren, ist ja 9 gegen 9. Das heißt, da wirst du dahin kommen, dass du schon ganz viele Aspekte des Fußballs eigentlich nicht richtig trainierst. Deswegen sagen wir nicht größer als 4 gegen 4 Varianten. Und dann werden die Spieler und Spielerinnen besser. Und heute wäre es eher so, und so haben wir es auch gelernt, hast halt alle da, komm, lass ein Abschlussspiel machen, letzte Viertelstunde. Und wir würden halt einfach viel mehr klein spielen. Und wir kriegen auch über ein paar einfache Regelanpassungen, wenn man in die Formate mal reinguckt, auch die Verhaltensweisen aus dem späteren 11 gegen 11 wunderbar in kleinen Spielformen abgebildet. Also im Großen und Ganzen, ich korrigiere mich nochmal, Aktion einfach steigern. Also mehr am Ball sein, Intensität höher halten in diesen 4 gegen 4, in den kurzen Phasen, dass du alle Aspekte des Spiels quasi abbildest in diesen Trainingsformen. Genau, und wenn du jetzt ein 4 gegen 4 spielst, und auch das ist einfach zu verstehen, du machst die Regel, du darfst nur nach vorne passen. So, dann bekomme ich den Ball und ich kann nicht mehr zurückpassen. Das heißt, ich muss jetzt eine Lösung finden mit dir im Rücken. Du willst mich verteidigen, ich muss versuchen, eine Lösung zu finden, obwohl du da bist. Jetzt kann ich vorher mit dem Körper arbeiten, kann versuchen, einen offenen Fuß, kann nach hinten dribbeln, kann nach vorne spielen. Da gibt es wunderbare kleine Regeln, kannst auch mal mit dem Neutralen spielen, das Tore nur direkt, dann spielst du es eher über Pässe aus und am Ende muss einer mit einem Kontakt ein Tor schießen. Wir haben die Geschichten mit Linie verteidigen, Linie bespielen, wo du erstmal auch zu viert auf einer Linie verteidigst, einer darf nur raus, dann hast du eher ein gemeinschaftliches Verteidigen, was dann auch näher ist an dem Verteidigungsverhalten, was du später hast, wenn du in Räumen verteidigst. Und so kriegen wir eigentlich die Elemente, die du später brauchst, wunderbar auch da abgebildet mit einfachen Anpassungen. Darf ich dich fragen, ob es eine schwierige Entscheidung für dich war, die Rolle als Direktor Training Entwicklung anzunehmen? Dann irgendwann nicht mehr, aber es ist so, dass ich wirklich nur den Fußballinhalt mache. Und die Expertise, die ich habe, sind 20 Jahre Trainer und auch mit dem Wissen, dass meine Perspektive nicht die einzige auf Fußball ist. Deswegen dieses wunderbare Team, das wir zusammengestellt haben. Weil wenn wir zu 11 die Köpfe zusammenstecken mit Hermann und mit allen, die dabei sind, da kommen schon gute Sachen bei raus und das Entscheidende war, dass beim DFB, auch bei Rudi Völler und Bernd Neuendorf, jetzt auch mit Andreas Rettig, der ja nach mir kam, dass es völlig klar war, dass ich mich wirklich auf die Inhalte konzentrieren darf, dass ich mit der U20 Fußballtrainer bleiben kann und das machen, weil wenn du das Management mitmachen möchtest, die Administration, dann frisst das 80-90% des Zeitbudgets und dann bist du irgendwann im Inhalt, bin ich dann nicht mehr auf dem Niveau, wenn wir jetzt mit den Vereinen sprechen und mit Trainern sprechen, dann, ich weiß ja auch, wie, wenn wir zum FC Bayern fahren, die gucken ja schon, wer ist denn da und redet mit uns über Training. Und dann wäre es schon gut, wenn ich in den Inhalten auch tief drin bin. Und in dem Zusammenhang, dass wir gesagt haben, okay, wirklich das ist der Schwerpunkt und nicht noch 18 Baustellen links und rechts, die eigentlich mit dem Fußballtrainer nichts zu tun haben, dann war es nicht mehr schwer und dann ist es auch ein tolles Konstrukt. Habt ihr euch für das neue Jugendkonzept einen zeitlichen Rahmen gesetzt, wann ihr kurz-, mittel- oder langfristige Erfolge damit erzielen wollt? Die Erfolge sind ja schwer messbar in dem Bereich. Heute ist es so, bei der letzten U21-Europameisterschaft war Deutschland von allen großen Nationen mit Abstand das Land, wo die Spieler am wenigsten Einsatzzeiten hatten in den Profiligen. Und das ist der U21-Bereich, ist der entscheidende Bereich, um Ausbildung zu analysieren, weil wenn du eine U17 nimmst, da spielt das biologische Alter eine riesige Rolle. Das heißt, wenn die 17 sind, die einen sind schon 19 vom Körper, die anderen sind noch 14. Also wenn man sich damit ein bisschen beschäftigt, dann weißt du, dass du Ausbildung erst in dem Profibereich bewerten kannst. Und da waren wir einfach hinten dran. Das kann man, das nicht nur bei England und Frankreich, sondern dann kannst du auch Belgien, Portugal und so weiter nehmen, die einfach mehr junge Spieler auf dem Platz im Profibereich bekommen haben. Und das ist natürlich unser Ziel, dass wir erstens mehr Spieler haben, die einfach spielen. Ich habe jetzt viele Spieler in der U20-Nationalmannschaft, die zweite Liga spielen, das ist großartig. Die einfach in der ersten und zweiten und auch dritten Liga schon spielen können, mit 18, 19, 20.
und darüber den Weg gehen, aber wir brauchen auch alle Positionen. Und das Ziel ist natürlich, dass irgendwann Nationaltrainer ja einfach auf allen Positionen 20- bis 26-jährige Spieler hat, die da reindrücken. Mhm. Und das ist vielleicht, auch wenn man jetzt drauf guckt, aktuell noch nicht der Fall. Und wir haben tolle junge Spieler, das steht das überhaupt nicht in Abrede, aber wir haben das mit Sicherheit nicht auf allen Positionen. Und da wollen wir ran. Wir merken auch, dass wir extrem viel Einfluss haben auf überall, auf dem niedrigsten Niveau und auf dem höchsten Niveau. Aber wir können das ja danach nicht messen. Also wie kann man dann sagen, wie hat sich Training verändert? Warum ist der Spieler jetzt gerade gut geworden oder nicht gut geworden? Das heißt, es ist in der Messbarkeit nicht ganz so einfach. Okay. Du hast es gerade schon angesprochen, hat der DFB oder generell der deutsche Fußball deswegen Positionsprobleme bekommen, weil wir es eben ewig so gemacht haben, auf dem allerhöchsten Level, weil ja immer wieder, wenn wir jetzt auch über A-Nationalmannschaft, über Außenverteidigerpositionen zum Beispiel sprechen, dass die in der Bewertung dann nicht auf allerhöchstem Top-Niveau besetzt sind. Ist das auch was, wo ihr dann einen Vorgriff jetzt macht mit dem neuen Jugendkonzept? Also, dass ihr sagt, wir wollen diese Spieler durch eben ein ganzheitliches Training polyvalenter ausbilden? In der Trainingsphilosophie zu 100% ja. Mhm. Also nehmen wir die beiden Positionen. Ich war 2010 das erste Mal A-Jugendtrainer bei Borussia Dortmund. Mhm. Damals gab es keine Videoanalyse und es gab keine Belastungssteuerung im Sinne von Werten Athletiktrainer, die gesagt haben, wie viel du trainieren kannst. Weil du keine Videoanalyse hattest, hattest du keine Videos vom Gegner. Das heißt, du wusstest gar nicht, was der Gegner macht. Mhm. Heißt, du hast dich die ganze Woche auf dich selbst konzentriert. So haben wir das immer sehr gut gemacht? Nee. aber du hattest gar nicht die Chance, gegnerorientiert taktisch zu arbeiten. Mhm. So, das hat den Jugendfußball komplett verändert. Und das kam erst da. Die 2014er Weltmeister sind ohne Videoanalyse in der Jugend groß geworden. Mhm. So, da gucken heute alle, so wie wenn ich immer so, das ist ohne Handy groß geworden. Das glaubt dir eine gewisse Generation nicht. Das ist aber so. Ja. Und dieser Einfluss hat uns extrem geschadet, weil das Training taktisiert hat. Mhm. Und Training ist halt limitiert von der Zeit. Wenn du 450 Minuten Training hast und nimmst 100 Minuten jede Woche, um taktisch zu arbeiten, nimmst du jede Woche 100 Minuten von der Entwicklung der individuellen Qualität. Mhm. Wenn du das im B- und A-Jugendbereich machst, fehlt dir ein Quäntchen im nächsten Schritt. So, das ist das eine, das müssen wir unbedingt zurückdrehen, weil die Überschrift von jeder Minute Training ist individuelle Qualität entwickeln. Mhm. Und das heißt nicht, dass es keine Taktik gibt. Ich kann ja trotzdem einen Matchplan machen und sagen, wie ich spielen möchte im nächsten Spiel. Aber ich kann nicht weniger an der individuellen Qualität trainieren in dieser Woche mit jungen Spielern. Mhm. Das ist das Erste. Das Zweite ist, dass die Belastungssteuerung reinkam. Das heißt, die Athletiktrainer sind reingekommen und haben das Normale, was du dann... Ich habe damals die Frage gestellt, wie viel spielt man 4 gegen 4 pro Woche? Und die Antwort war 16 bis 20 Minuten pro Spieler. So. Das stimmt für einen, wenn ich Holger Badstuber trainiert habe beim VfB Stuttgart, dann stimmt das natürlich. Daniel Ginczek, die Spieler, die in Richtung 30 gehen, sind jetzt Beispiele, das stimmt für alle. Die müssen, 16 Minuten ist schon gut, weil die können auch mit wenig Training am Samstag um 15.30 Uhr auf dem Platz stehen und ein super Bundesligaspiel machen. Mhm. Der junge Spieler, für den ist das auf Dauer der Killer, weil der muss dreimal so viel trainieren. Mhm. Hermann Gerland hat in einem Training früher 10x4 Minuten gespielt pro Spieler. So, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, David Alaba, Thomas Müller, da können wir Mats Hummels, Holger Badstuber, kannst du so weitermachen. 10x4 Minuten in einem Training und nicht einmal pro Woche, sondern mehrfach. Und unser Bezugspunkt ist einmal die Woche kleine Spielform und 16 bis 20 Minuten netto geworden. Und über die beste Trainingseinheit schaffen wir das wieder zu verdoppeln oder zu verdreifachen. Das heißt, du drehst das schon mal wieder zurück. Und dieses Bewusstsein für, wir können Spieler nicht im Training über Teamprozesse, wenn wir gleich über Taktik auch reden, darüber kann ich nicht Spieler ausbilden. Mhm. Weil am Ende kann ich jetzt, wir können Laufweg nehmen, Ball ist außen und Ball nach Halbspur läuft tief. Mhm. So, wenn der am Ende den Ball bekommt, das ist ja schön, wenn er den Laufweg kann, aber der muss oft laufen können, der muss schnell laufen können, der muss danach dribbeln können, der muss danach flanken können, der muss danach schießen können, der muss das Richtige im richtigen Moment machen. Mhm. So, und da muss er ja auch noch verteidigen können, der muss ja noch viel mehr können als diese eine Aktion. Und dass wir das Bewusstsein bekommen, dass es um individuelle Qualität geht, das ist absolut entscheidend. Und diese beiden Entwicklungen können wir über die Trainingsphilosophie wollen wir die rückgängig machen? Nein. Ich war jetzt bei 16 und 17 Nationalmannschaft mit dem Trainingslager. Die haben dann auch auf mehreren Feldern kleine Spielformen gemacht, damit die dann in kurzer Zeit viel spielen. Danach kannst du positionsspezifisch trainieren. Weil natürlich musst du zusätzlich noch Flanken trainieren. Natürlich musst du zusätzlich noch schießen. Natürlich musst du all das machen, was noch dazu gehört. Aber wir schaffen dadurch, kriegen wir den Hybrid hin aus dem, was heute, was modernes, was neues, und dem aber, was den deutschen Fußball immer ausgemacht hat. Mhm.
Und darum geht es ja auch, dass wir nicht alles neu machen, sondern dass wir das Beste von Hermann Gerland, Peter Hermann, von denen die 50 Jahre Bundesliga gemacht haben, einbetten in das, was den modernen Fußball ausmacht. Jamal Musiala hat beispielsweise gesagt, dass er sich heute so gut in geschlossenen Räumen bewegt, weil er eben im Jugendbereich viel häufiger dribbeln durfte. Das wird in England schon seit ein paar Jahren gemacht im U-Bereich. Die Premier League hat beispielsweise auch eine eigene Liga für U23-Teams. Man liest ganz häufig, oder es wird danach teilweise geschrien, lass uns das auch in Deutschland machen. Ist das eine Veränderung, die vielleicht perspektivisch für den deutschen Fußball Sinn machen würde, eine eigene Liga für U23-Teams? Das kann man mit Sicherheit diskutieren. So wie ich jetzt sage, lass uns D-Jugend diskutieren, ob nicht 7 gegen 7 und ein zweites Feld besser ist. Mhm. Was übrigens auf NLZ-Niveau schon viele spielen. Die spielen das dann als zwei Felder. In der Basis noch nicht. Mhm. Da wird noch 9 gegen 9 gespielt. Das heißt, da muss man irgendwann mal ran. Aber für mich ist das nicht der Schlüssel. Also der Schlüssel ist, erstmal wäre es natürlich toll, wenn weiter ausgebildet wird. Ich trainiere jetzt die U20, das sind ja keine Jugendspieler mehr. Sondern ich habe 04, 03 jetzt, das erste und zweite Seniorenjahr. Und da geht Ausbildung natürlich weiter. Mhm. Die hört ja da nicht auf. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall weiter ausbilden. Mhm. Wobei wir aber auch, ich sehe das ja jetzt auch, die Trainer sind ja auch bereit, die Spieler einzusetzen. Also Bundesliga ist jetzt bei mir noch nicht so viel, aber viele spielen zweite Liga. Die stehen auf dem Platz Woche für Woche. Der Schlüssel ist eher, dass wir das Training neu denken und das auch und diesen langen Zeithorizont bekommen. Weil auch, wenn man sieht, was im Grundschulalter, meine Töchter sind jetzt 8 und 12, wenn du siehst, was du im Grundschulalter lernen kannst, dann ist das ja schon nicht egal dafür, wie gut man als Spieler später wird. Auf jeden Fall. Das heißt, wir müssen ja den ganzen Weg skizzieren und stringent machen. Und da sehe ich viel mehr Potenzial, als eine eigene Liga zu machen für zweite Mannschaften. Mhm. Beispiel, inhaltlich, Thema Finden, Ballbeherrschung. Mhm. Das ist heute so, der eine Trainer findet das wichtig, der macht das, der nächste findet das nicht wichtig. Mhm. Und vor allem die C-, B- und A-Jugendtrainer fühlen sich dafür nicht mehr verantwortlich, weil die zum großen Fußball schauen. Mhm. Also nicht alle, aber das ist dann so ein bisschen willkürlich. Führt dazu, dass Jungprofis irgendwann selber sagen, ey, ich kann gar keine finden mehr, wenn du das übst. Aber ich konnte das früher. Mhm. So, und das ist eher Potenzial, dass wir stringent sind und dass wir das auch, dass wir den Plan dann auch durchziehen und sowohl in den Spielformen als auch in anderen Elementen da voll einsteigen. Dann lass uns die Frage abändern für den letzten Ausbildungsstep, dass man eine geschlossene Liga hat, dass man sich auf einem vielleicht glatteren Niveau misst, dass man die Frage vielleicht so abändert. Kann man das so formulieren? Ich würde könnte man, mhm. aber lass uns doch dafür sorgen, dass unsere jungen Spieler 5-10% weiter sind. Und das so, wie es jetzt auch an vielen, kann man U20-Kader ja mal angucken, wo die so spielen. Also wenn jetzt ein Alex Pavlovic dann auf einmal bei Bayern München auch auf dem Platz steht, lass doch dafür sorgen, dass die Spieler einen Tick besser sind. Ich rede ja auch immer als Profitrainer, habe auch sehr gerne junge Spieler eingesetzt. Aber es ist natürlich leichter, wenn sie einfach schon einen Tick weiter sind. Und ich glaube, das ist der Schlüssel. Und dann tun wir auch Profitrainern Unrecht, wenn wir sagen, die wollen die alle gar nicht einsetzen. Okay, dann lassen wir das auf jeden Fall. Das heißt nicht, dass man das andere nicht diskutieren kann. Nee, ich verstehe. Also da kann man natürlich irgendwann drüber reden, aber das ist auch jedes Land anders. In Belgien habe ich ja gearbeitet. Da ist es dann so, du hast so kurze Wege, da kannst du Montagabend in dieser U21-Liga, können die immer Montagabend spielen, weil die nicht länger als 2 Stunden fahren. So, aber das kannst du in Deutschland nicht umsetzen. Also da musst du immer gucken, wie sind die Realitäten und was macht auch deutsche Fußballkultur aus? Weil da müssen wir uns auch nicht verstecken, sondern sollten dann immer auch nach einem Weg suchen, der unseren Fußball repräsentiert. Also wenn überhaupt, ein Thema für später, lasst uns erstmal bei der Basis bleiben und da Dinge besser machen, um es den Trainern leichter zu machen. Ja, und trotzdem muss natürlich Ausbildung weitergehen, aber das kann auch im Kontext eines Profitrainings sein. Also egal, wo du bist, wenn du in einer Seniorenmannschaft spielst als junger Spieler, ja, da kannst du ja einfach noch mal ein bisschen mehr trainieren als die schon 30 sind und dann musst du da eine Woche bauen, wo du zum Beispiel einmal pro Woche zusätzlich kleine Spielformen machst. Und dann spielst du halt nochmal deine 10x3 Minuten oben drauf und trainierst sonst genau das, was die Erfahrenen machen, um danach individuell weiterzuarbeiten. Im Kraftraum, im Torschuss, in den Positionen. Und da sollten wir auch unsere Profitrainerteams nicht unterschätzen. Da gibt es schon eine gute, die wollen schon auch ihre eigenen Leute nach vorne bringen. Und die Vereine haben ja auch ein Rieseninteresse daran. Auf jeden Fall. Um Jugendspieler, vor allen Dingen im U-Bereich, gut auszubilden, ist es natürlich auch immer wünschenswert, dass du lizenzierte Trainer hast, auch im unteren Jugendbereich. Jetzt ist es in Deutschland so, dass wir im U-Bereich viele Väter und Mütter haben,
die Spieler und Spielerinnen begleiten. Jetzt ist es so, dass in den letzten Jahren an diesem Lizenzierungsprozess ein bisschen was verändert, verbessert wurde. Du hast früher die A- bis C-Lizenzen gehabt, einen Fußballlehrer obendrauf. Heute gibt es A, A+, B, B+. Wie möchte der DFB junge Trainer auch motivieren, diesen Weg zu gehen? Weil natürlich sind der Zeitaufwand ist größer geworden. Es ist alles auch ein Ticken teurer geworden, im Spitzenniveau dann bei der Trainerausbildung. Was kann man jungen Menschen, jungen Trainern mitgeben, dass sie diesen Weg gehen? Ja, das ist nicht hundertprozentig meine Expertise, weil ich da natürlich so ein bisschen mein Feld verlasse. Ich kann aber schon, also ich durfte in allen deutschen Ligen spielen oder trainieren als Trainer. Ich habe in der Kreisliga angefangen und kann sagen, dass die Freude am Fußballtrainer sein oder am Fußball nicht mit der Liga zusammenhängt. Und dass du, ich hatte eine unglaubliche Zeit, Kreisliga B, Bezirksliga, Landesliga, Verbandsliga, Spielertrainer, nach den Verletzungen dann als Sportstudent. Auch jetzt im Kindersport, wenn ich mitgehen kann zum Handballtraining oder wenn ich andere Mannschaften trainiere, wo es immer noch was anderes ist, wenn du regelmäßig da bist und das zu deiner Mannschaft machst, dann kann das sehr, sehr erfüllend sein. Da muss da mit Sicherheit auch nicht immer ein Beruf draus werden, sondern es ist eine Leidenschaft. Und du hast ja gerade gesagt, es sind oft Väter und Mütter, die auch erstmal wollen, dass ihre Kinder gut versorgt sind und mit einem guten Inhalt aufwachsen. Mein Bruder fängt jetzt an, seinen vierjährigen Sohn zu trainieren. Ich habe gesagt, du musst das machen, mach das. So, ich kann dir sagen, was du machen musst und du machst das auch nicht falsch. Das kann ich in einer Stunde erklären. Und dann mach das bitte selbst, weil das ist großartig, wenn der halt nicht in der Schlange steht, sondern mit 4 Jahren 1 gegen 1 spielt und erstmal anfängt, ich und der Ball, und dribbelt und Skills lernt. Und wenn er dann darin aufwächst, auf eine gute Art und sehr spielerisch. Und wir werden ja immer so, wie wir strukturiert sind, diese 90% an Ehrenamt haben. Und erstmal ist natürlich die Freude daraus und die Verantwortung groß, weil man vergisst viele Menschen, aber keinen seiner Trainer. Du könntest mir jetzt alle deinen Trainer sagen. Wahrscheinlich, so, dass man weiß, wer das war. Und da wollen wir über die Trainingsphilosophie und über dieses, YouTube ist ja das niedrigschwelligste Angebot, was man machen kann, auch fußball.de, wo wir dann einfach veröffentlichen und sagen, passt mal auf, ihr könnt euch das alle angucken, ohne euch einzuloggen, ohne was zu bezahlen. Da wollen wir natürlich erstmal all denen helfen. Jetzt gibt es auch niederschwellig Kindertrainerzertifikat, Basiscoach, C-Lizenz, B-Lizenz ist, glaube ich, auch noch relativ niedrigschwellig. Das schwingt, ja. Also, und dann wird es natürlich dann ab da auch teuer und ist auch nicht so einfach. Ist auch nicht nur für junge Trainer nicht einfach, ist auch für Ex-Profis nicht einfach. Und mit Sicherheit auch so, dass man auch das diskutieren kann, wie schwer muss der Weg sein und was, also wie, weil das ist natürlich auch Hemmung, wenn du guckst, ja, wie lange soll ich denn jetzt, in 8 Jahren habe ich dann die Lizenz, was mache ich denn die 8 Jahre? Ja. Also es ist nicht so einfach ab da, aber dieses niedrigschwellige Angebot, das ist natürlich schon mal da und perspektivisch denke ich auch, und das müssen wir uns mal einfach auch probieren, dass wir in die Schulen kommen. Ne? Und wenn ich mir jetzt so Foninho sehe und dieses 3 gegen 3 auf kleinen Tore, das kannst du natürlich am offenen Ganztag spielen. Und nach dem Mittagessen einfach schon mal eine Stunde 3 gegen 3 spielen. Und damit würden wir natürlich den Fußball auch revolutionieren, wenn auf einer täglichen Basis in der Grundschule schon 3 gegen 3 gespielt wird. Oder auch in der 5. und 6. Klasse, wo das vielleicht auch noch hingehört. Und da vermische ich jetzt ein bisschen Themen, ich weiß. Aber ich habe nie damit gerechnet, mal beruflich Fußballtrainer zu werden. Ich habe es geliebt, diese Mannschaften zu trainieren. Also man macht aus Leidenschaft, man fängt aus Leidenschaft an. Du fängst aus Leidenschaft an und eigentlich ist es auch das, was man sich behalten möchte. Also ich wünsche meinen Spielern, dass die Liebe zum Fußball behalten. Und ich möchte das auch. Also bei all dem, was als Fußballtrainer passiert und auch wenn das dann der Beruf ist, diese Freude daran und diese Liebe zu dem Spiel, die zu behalten, ist ja erstmal der Schlüssel. Und das gilt ja für alle. Und Zuschauerrekord in der 3. Liga, alle Kinder fangen an, Fußball zu spielen. Also Deutschland ist ja ein Fußballland. Deluxe. Und ich muss euch und speziell dir auch zum Abschluss dieses ganzen Themenkomplexes mal ein Kompliment machen, weil wenn ich jetzt, egal ob das bei mir auf dem Dorf ist oder irgendwo anders auf dem Fußballplatz gehe und die ganz Jungen wieder spielen sehe, ist es das erste Mal seit Jahren eigentlich, dass man wieder merkt, dass alle Kinder im Training Spaß haben, weil es ja häufig dann eben so war, hat jeder Trainer früher so gemacht. Da gab es Kinder, die besser und schlechter waren, die vielleicht ein bisschen hinten dran sind dann im Training auch hinten dran. Und jetzt durch eine ganzheitliche Philosophie hat man vom Gefühl her
wieder das, was den Fußball ausmacht. Und deswegen ein Riesenkompliment an euch, wenn ich auf die Sportplätze fahre. Das macht wieder Spaß, den Jungs beim Kicken und Jungs und Mädels beim Kicken zuzugucken. Vielen Dank. Und da sind ja auch jetzt alle involviert, weil jetzt hast du diese drei Felder und jetzt hast du ja auch die haben gerade erst angefangen, die sind vielleicht noch nicht so weit, sie haben vielleicht im Dezember geboren, die sind in dem einen Feld, aber die haben Aktionen und die schon weiter sind, die sind in dem ersten Feld. Das ist auch Spitzenförderung, also auch Eliteförderung, weil das ist ja auch ein Teil, den wir wollen. Und da können wir den unterschiedlichen Themen gerecht werden. Früher konnte man vielleicht über einen nicht so guten Trainer hinweg, weil du vorher schon 2 Stunden 4 gegen 4 gespielt hast. Mhm. Dann konntest du auch beim Torschuss in der Schlange stehen. Aber ohne das geht das heute nicht mehr. Mhm. Und deswegen müssen wir das stringent gut machen. Und vielen Dank, dass das so wahrgenommen wird. Das ist auch das, was uns sehr viel zurückgespielt wird und worüber wir uns natürlich auch freuen. Vor allem, wenn die Trainer sagen, wir haben eure Formate gesehen, wir haben vor 16 Wochen das Training umgestellt und wir sehen, dass wir besser werden. Und da freuen wir uns natürlich über das Feedback. Lass uns trotzdem noch einmal ganz kurz beim DFB bleiben. Du hast, nachdem Hansi Flick beim DFB aufgehört hat, hast du für ein Spiel interimsweise zusammen mit Sandro Wagner und Rudi Völler die A-Nationalmannschaft auf ein Länderspiel gegen Frankreich vorbereitet in einer sehr, sehr kurzen Zeit. Nimm uns doch einmal mit in diese Tage, in diese sehr, sehr kurze Zeit. Wie habt ihr gearbeitet? Wie habt ihr es geschafft, das Team optimal auf Frankreich als Gegner vorzubereiten? Nimm uns da doch einfach mal ein bisschen mit. Ja, erstmal natürlich überraschend für uns. Wir waren mit der U20 unterwegs, haben in Berlin gegen Italien gespielt, waren dann schon in Polen. Dann kam der Anruf und dann waren das, ich glaube, von Ankunft bis zum Ende des Spiels waren 48 Stunden. Mhm. Sandro ist mitgefahren, Freddy Hölscher ist mitgefahren, das ist unser Analyst. Mhm. Beide sind jetzt oben bei der A-Nationalmannschaft, also wir geben an gute Orte, ich gebe meine Mitarbeiter an gute Orte ab. Sven Bender so auch wie zum Sven BVB, Bender jetzt genau, zum BVB, ja. Also sprich erstmal für die Qualität ihr bildet unseres Spieler Teams, aus, ja, unseres Trainer, Teams, wohin gut. Wir abgeben. und dann musst du natürlich gucken, was sind die Themen. Ist ja auch nicht alles immer für draußen bestimmt, aber so ein paar Themen. Wir wollten einfach erst schnell trainieren. Haben das auch, also die Trainingsform haben wir auch schon mal veröffentlicht, weil die Teil der Trainingsphilosophie Deutschland ist, schnell trainieren. Damit klar ist, also dieser Kategorie Spieler ohne trainiert zu haben, die Taktik zu sagen, also das wäre nicht mein Stil. Und haben dann schnell trainiert. Darüber hat man gemerkt, wie sie sich auch öffnen. Die Spieler, wie sie merken, okay, jetzt kommt hier keiner und will das jetzt hier für 2 Tage dominieren, sondern lässt das bei uns. Und haben daraus aber das Thema, also waren 4 gegen 4 mit Außenspielern, wo du viel Flanken, viel Querpässe hast, weil wir das sowohl offensiv als auch defensiv als sehr, sehr relevantes Thema gesehen haben. Und weil du trotzdem darin die Möglichkeit hast, es innen auszuspielen, weil du nicht das wegnimmst, dass du auch innen Tore machen kannst, also sehr ganzheitlich und trotzdem pointiert. Und dann haben wir gesagt, wie wir spielen wollen, weil erstmal fragen, so den Mannschaftsrat, wie spielen wir denn? Man muss ja erstmal sagen, wie wir es machen würden, um dann mit dem Mannschaftsrat und auch Thomas Müller darüber zu sprechen, was die Spieler für Themen haben. Die Spieler haben dann dazu gebaut, haben ihre Themen nochmal formuliert, das konnten wir wieder einbetten und daraus ist dann das Spiel geworden mit ein paar Herausforderungen, weil natürlich dann klar haben wir uns auf Kylian Mbappé eingestellt, aber hat nicht gespielt. Dann musst du erst mal gucken, okay, was verändert das in der Statik und in der Art, wie du spielen willst. Und ja, es war natürlich jetzt auch für uns ein tolles Erlebnis. Haben auch die Unterstützung gespürt, wie die Menschen in Dortmund mitfiebern mit der deutschen Nationalmannschaft. Wie die Stimmung war, als wir mit dem Bus da reingefahren sind. Und auch die Unterstützung beim Spiel. Also jeder will, dass diese Mannschaft gewinnt. Weil es ja die Berichterstattung ist ja schon immer auch negativ und bestimmt in ein paar Momenten auch berechtigt. Aber die Menschen wollen, dass die deutsche Nationalmannschaft gewinnt und das haben wir sehr deutlich gefühlt. Und dann war das ein tolles Spiel. Du kannst das ja kausal danach nicht mehr genau sagen, woran lag, aber es hat natürlich große Freude gemacht, das zu begleiten und war eine tolle Erfahrung. Was die Spieler daraus gemacht haben in der kurzen Zeit, war dann schon bemerkenswert. Ich glaube, wir haben eine gute Mischung gefunden, aus ihnen zu helfen, weil du kannst auch nicht sagen, hier spielt einfach mal, ihnen zu helfen und trotzdem das nicht so an uns zu reißen, dass wir dann da das Ganze dominieren. Wir haben jetzt in diesem Jahr eine Heim-EM. Wie sehr freust du dich selber darauf, auf die Heim-EM?
Sehr. Ich habe gerade natürlich andere Themen. Also die Tage gehen schnell und ich bin da wirklich voll auch in dem Entwicklungsthema drin und im Nachwuchsthema muss ich auch sagen, ich bin auch gut da drin, alles andere auszublenden und wirklich auf das zu konzentrieren. Aber klar, wenn das dann losgeht, dann fieber ich mit. Vor allem immer da, wo ich viele Menschen kenne und mag, da fiebert man besonders mit. Und das ist natürlich in dem Kontext der A-Nationalmannschaft jetzt sowieso gegeben. Was erwartest du von der EM? Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Also wäre das schön wäre, ich war auch 2006 auf der Straße und habe das immer begeistert verfolgt. Und schön wäre natürlich, wenn man die Euphorie hinbekommt. Wenn man, ja, so wie jetzt vielleicht auch bei der Handball-EM gerade, wenn man einfach mit Begeisterung guckt und sieht, die Mannschaft ist voll da, aber wir wissen auch, Fußball, das ist ein unglaublich hohes Niveau, ist ganz, ganz eng geworden und trotzdem glaube ich, wenn da alle voll da sind und ihren besten Fußball spielen, dann hast du eine Chance, aber die U17 ist Weltmeister geworden. Aber die waren halt viermal im Elfmeterschießen. Mhm. Sie hätten auch bei dem ersten Elfmeterschießen im Viertelfinale der EM gegen die Schweiz ausscheiden können. So, dann hätte es gar keiner gemerkt, dass das eine tolle Generation ist. Das ist auch Fußball. Ja. Also das Quäntchen Glück braucht man eh. Aber dann freue ich mich darauf und hoffe, dass wir dann weit kommen. Ich habe jetzt eine Off-Topic-Frage, die mir gerade in den Kopf gekommen ist, weil du die Handball-EM angesprochen hast. Gibt es andere Sportarten, die du guckst, die dich vielleicht auch in deinem Beruf beeinflussen, wo du manchmal was rausziehst in einzelnen Elementen? Ja, ich hab ja Sport studiert und das war ja in der Phase, wo ich Trainer geworden bin. Da hat mich das sehr beeinflusst, weil dadurch hat man natürlich die unterschiedlichen Sportarten einfach erlebt und in Theorie und Praxis. Da hat mich das sehr beeinflusst. Ich finde ganz viele Sportarten großartig, aber ich habe sie zu wenig geguckt, weil auch jetzt ist natürlich als U20-Nationaltrainer kann man gucken, wenn man da 40 Spielern folgen möchte, da gucke ich schon so viel Fußball, dass das manchmal ein bisschen schwierig wird. Ja. Aber habe jetzt schon auch über die Trainingsphilosophie Kontakt zum Eishockey, Kontakt zum Hockey, Kontakt zum Handballverband, weil die Themen die natürlich genauso betreffen. Und da sind schon gerade in die Ballsportarten auch sehr enge Kontakte und wo wir sagen, ja, eigentlich ist das gleich, also sind die gleichen Themen. Dann lass uns einmal weg vom DFB und einmal über deine persönliche Laufbahn als Trainer sprechen. Du bist mit dem VfB Stuttgart aufgestiegen, hast in Belgien trainiert, hast den HSV trainiert, interimsweise auch mal Bayer 04 Leverkusen. Gibt es eine Station, wo du jetzt heute sagst, die war super emotional für mich oder am emotionalsten für mich? Nein, das kann man so nicht sagen. Natürlich, ich hatte das Glück, also als Amateurtrainer, als Spielertrainer, Bezirksliga- und Landesligameister zu werden. Das war ja so ein bisschen auch das Fundament von allem, was danach passiert ist. Also habe da schon die Treppe auch genommen und am Ende Meister zu werden, durfte das ja dann nochmal dreimal im Nachwuchs und dann einmal in der zweiten Liga erleben. Das ist natürlich schon dieser Moment, wenn du eine Liga gewonnen hast, eine Saison gewonnen hast. In der Jugend jetzt nicht mit dem Aufstieg versehen, weil da gab es ja keinen Aufstieg mehr, aber dann einfach mit dem VfB, mit dem Aufstieg. Und auch als Amateurtrainer, das war natürlich sehr besonders. Und dann hast du natürlich trotzdem jetzt auch in dem gesamten Verlauf, jetzt auch gerade als Profitrainer, hast du natürlich auch ein paar Sachen, die nicht funktioniert haben, die sich dementsprechend auch nicht gut angefühlt haben. Aber das, ich glaube, was wir den Spielern immer sagen, ist aufstehen, weitermachen, Selbstvertrauen behalten, ist mit ein Schlüssel. Selbstvertrauen ist extrem wichtig, ohne dass man jetzt hier blindes Selbstvertrauen und überhaupt nicht reflektiert, was man da macht. Aber das ist schon wichtig in dem Konstrukt. Aber alle Stationen waren besonders. Ich wäre natürlich gerne mit dem HSV aufgestiegen. Genk war wild, weil es war in Corona reintrainiert, Saisonabbruch, haben Spieler verpflichtet aus Südamerika. Es gab aber keine Flüge mehr, die konnten gar nicht kommen. Also die kamen dann einfach erst später, das war echt wild. Da war auch die Grenze zu, ich bin dann drüber gefahren, wieder nach Deutschland, kam nicht mehr zurück erstmal. Also das war ein bisschen verrückt. Aber insgesamt waren das alles tolle Stationen. Auch Leverkusen, es waren nur 9 Wochen, aber sehr prägend. Auch in der Zusammenarbeit dann mit Peter Herrmann als Co-Trainer, aber auch mit den Spielern, mit Simon Rolfes oder mit dem gesamten Team. Und möchte keine Station davon missen, aber natürlich HSV dann Vierter werden und am Ende einfach nicht mehr zu gewinnen ab einem gewissen Punkt. Das sind natürlich auch Sachen, die hätte ich mir anders gewünscht und auch den Leuten natürlich dann in Hamburg anders gewünscht. Du hast einen Themenkomplex gerade schon angeschnitten. Enttäuschung im Profifußball gibt es auch für Trainer. Die Halbwertszeit von einem Trainer liegt knapp über einem Jahr in der Bundesliga.
hast du einen Weg für dich selber gefunden, auch mit so einer Enttäuschung umzugehen, wenn man eine Mannschaft mitten in einer laufenden Entwicklung verlassen muss? Ja, da ist jede Geschichte auch ein bisschen anders. Mhm. Aber es ist natürlich irgendwann ein Gesamtkonstrukt auch, wie möchte man denn leben. Und ich bin jetzt also ich glaube, ich habe früh viel Verantwortung übernommen, bin jetzt erst 42, will noch 20 Jahre arbeiten. Und da ist natürlich, wenn du dann hochrechnest, boah, jetzt mache ich noch 25 Jahre Profitrainer, weiß ich nicht, wie das, wo wohnst du dann überall, wie kriegst du das mit der Familie übereinander gelegt? Und das ist ja nur ein Jahr wegen Christian Streich und Frank Schmidt, sonst wäre es ja viel kürzer. Ja, wahrscheinlich, ja. Die Halbwertszeit, die verfälschen ja die Statistik. Und klar macht man sich darüber Gedanken, trotzdem ist das auch ein wunderbarer Job und du musst halt wissen, was du da mitkaufst. Mhm. Und dann loszulassen, das ist dann auch leicht gesagt, weil man kommt auch nur nach oben, wenn man ehrgeizig ist. Mhm. Und dann loszulassen und auch in Phasen, wo es mal nicht läuft, loszulassen und dann trotzdem gut zu schlafen, so ist schon eine Herausforderung. Mhm. Aber es ist ein wunderbarer Job und ich habe ja noch 20 Jahre, da würde ich das schon gerne nochmal irgendwann machen, auch auf der täglichen Basis. Ja. Ist mir dann fast auch, ob das dann eine Top-A-Jugend ist oder ob das dann eine Profimannschaft ist, aber das kann ich mir natürlich vorstellen. Die Kids ein bisschen größer, dann ist vielleicht auch die Geschichte von der Trainingsphilosophie Deutschland mal ein paar Jahren irgendwann auch erzählt. Ich glaube, wir müssen das ganz oft wiederholen, damit das ankommt. Ja. Nicht immer was Neues machen, sondern wirklich jetzt das einmal gut machen. Aber irgendwann ist das vielleicht auch erzählt und dann mal schauen, was da noch kommt. Also du hast für dich selber keinen zeitlichen Rahmen, wo du sagst, du möchtest nächstes Jahr wieder neue Trainer im täglichen Geschäft sein? Nee, weil das jetzt gerade auch wirklich gut ist. Mhm. Das ist ein ganz, ganz toller Job und auch mit dem Team, was wir haben. Und in der Verbindung mit den handelnden Personen jetzt bei uns intern, aber auch nach außen, weil wir auch, wir sind jetzt diese Woche noch in Paderborn bei Borussia Mönchengladbach und da können wir uns einfach dann auf sehr hohem Niveau austauschen, ohne dass wir jemandem was wollen, weil ich kann nicht entscheiden, wie Borussia Mönchengladbach trainiert, sondern wir können einfach nur sagen, was wir wichtig finden und Borussia Mönchengladbach kann dann wieder schauen, was machen sie denn damit mit ihren handelnden Personen. Also ein ganz toller Job und da gibt es keinen Karriereplan. Okay, dann lass uns noch über ein paar taktische Fragen sprechen. Interessanter Übergang jetzt. Ja, oder? Lass uns vielleicht auch so ein bisschen über deine Idee vom Fußball im Profibereich sprechen, weil sich der Fußball in den letzten Jahren taktisch schon gewandelt hat, in meinen Augen. Viel, viel mehr polyvalente Spieler. Lass uns über tiefe Räume sprechen, wie man sie öffnet in der letzten Linie. Es gibt da verschiedenste Methoden. Wir haben aktuell Roberto De Zerbi zum Beispiel bei Brighton mit seinem Sohle als Pressing-Trigger benutzen und den Gegner erstmal locken. Ein anderes Beispiel ist Tim Walter mit seinem Spielen und Gehen, den Gegner darüber auseinanderziehen. Hast du für dich ein paar Prinzipien oder Leitlinien, taktische Leitlinien, wie du einen tiefen Raum öffnen möchtest? Ja, erstmal ist es schon so, dass es so flexibel geworden ist, dass du mit einem starren Matchplan das gar nicht ausspielen kannst. Und das ist ja auch das, was so geworden ist. Jetzt hat das ja irgendwann mal angefangen, dass du einen Matchplan machst und dann hast du gesagt, okay, ich spiele das jetzt mal hier 93 Minuten so. Und es passieren ja so unterschiedliche Sachen und so viele Positionswechsel. Und selbst auch in der Halbzeit ist das ja immer eine Challenge mit dem Kollegen, weil der sieht ja auch, was da passiert. Und am Ende gucken da auch noch drei andere Leute drauf. Ja. Das heißt, da bleibt ja auch, wenn was nicht funktioniert, dann stellen wir der umgestellt. Also keiner spielt ja etwas, was nicht funktioniert, taktisch zu Ende. Dass Sachen trotzdem nicht funktionieren können, ist nochmal was anderes, weil es ja auch Menschen, die da agieren und die zusammen agieren. Das heißt, du brauchst da schon auch eine Flexibilität. Deswegen dieses über Prinzipien zu arbeiten und da auch eine Variabilität zu haben, ist entscheidend. Ich kann das nicht beantworten, ohne eine eigene Mannschaft zu haben. Mhm. Weil wenn da zwei Flügelstürmer drin sind, die von der Linie 1-gegen-1 Leute nass machen können, dann spiele ich natürlich mit zwei Flügelstürmern und versuche mich sonst so aufzustellen, dass wir die in gute Positionen bekommen. Und das ist auch, was wir sagen müssen. Wenn du internationalen Spitzenfußball guckst, die besten Spieler der Welt, wir haben ja reden, aber noch einen sechsten Spieler nach vorne, am besten 6,5 vorne und nur 2-1 absichern. Mhm. So, die besten Spieler brauchen nicht so viele Spieler vorne, weil die auch 1-gegen-1 und 1-gegen-2 Situationen lösen können. Dann siehst du Nationalmannschaften im höchsten Niveau, die greifen nur mit 4 Spielern an. Mhm. So, Frankreich greift nicht mit 7 Spielern an. Die sind da viel, viel, viel verhaltener, als man vielleicht denken wollte. Und deswegen ist die individuelle Qualität auch in der Art, wie du selbst agierst, total entscheidend. Mhm. Und das ist schon auch ein Thema, wo ich nicht losgelöst von meinem eigenen Kader sagen kann, wie wir es machen wollen. Und dann gibt es
Wir hatten in Hamburg die Situation, dass wir mit Douglas Santos, auch Gotoku Sakai, zwei Außenverteidiger hatten, die eher von innen spielen. Mhm. Und dann mit Bakary Yatta, damals Khaled Naray, die eher von der Linie agieren. Und dann spielst du halt, findest halt eher eine Formation, die vielleicht von der erstmal der Grundformation Brighton ähnelt, ja, weil du hinten eng stehst und vorne breit stehst, mhm, und die Räume versuchst groß zu machen. Mhm. Und dann gibt es aber auch wieder andere Konstellationen, wo du es ein bisschen anders machen würdest. Die individuelle Qualität ist immer erstmal entscheidend und dann guckst du natürlich, wie kannst du auch taktisch eine Herausforderung sein. Mhm. Aber das ist schon nie losgelöst von dem, was die Spieler auch können. Lass uns da auch einmal auf die Entwicklung von der Bundesliga schauen, weil wenn man auf die Statistiken guckt, dann haben wir immer noch sehr, sehr viele Umschaltmannschaften in der Bundesliga. Du hast Teams wie Bayern München, Borussia Dortmund, jetzt Bayern 04 Leverkusen, auch den VfB Stuttgart, die sich über Ballbesitz definieren. Ansonsten ist es statistisch immer noch sehr, sehr viel Umschaltfußball. Wie siehst du die Entwicklung der Bundesliga aktuell? Oh ja, muss ich intensiv drüber nachdenken. Natürlich, also in VfB, das Spiel habe ich jetzt am Wochenende geguckt, die auch wenn sie jetzt verloren haben, ist natürlich mit begeisterndem Fußball. Und da sieht man ja auch diese, also Mendes Leverkusen, Stuttgart ein bisschen ähnlich in der Art, wie sie es jetzt gerade machen. Das stimmt, ja. Und wir gucken ja dann nach Brighton, aber ich denke, Thomas Tuchel ist mit Chelsea Champions League-Sieger geworden in 3-2-4-1, wo die eigentlich auch schon so ähnlich gespielt haben, auch hinten alles eng zusammengeholt haben. Dann, und das ist ja auch schlau, ne? Also jetzt, wenn du Leverkusen guckst, die bauen mit 5 Spielern auf, alle 5 Spieler sind Maschinen im Zweikampf. Mhm. So, beide Sechser und die 3 hinten. Wenn du sie mit 4 anläufst, spielen sie dich aus. Wenn du 1 gegen 1 anläufst, also mit 5, dann haben sie mit Florian Wirtz, Jonas Hofmann und den ganzen anderen Raketen, dann werden da die Räume groß. Das ist schon ein guter Stil, aber das kannst du natürlich auch nur machen, wenn du diese Ballsicherheit hast, mhm, und die Fähigkeiten hast. Und das kannst du auch nur machen, wenn alle die haben. Weil, mhm, jetzt ist es so, wenn einer die nicht hat, dann checkt der Gegner das natürlich. Dann bleibt der halt offen, die anderen werden manngedeckt. Mhm. Und dann geht es darüber zu. Und dafür brauchst du schon einen sehr homogenen, guten Kader. Aber ich finde die Bundesliga weiterhin ein fantastisches Produkt. Mhm. Ganz viele tolle Spiele. Was ich mir wünschen würde, ist, dass in jeder Mannschaft noch 19- bis 23-jährige deutsche Stammspieler sind, mhm, die aus dem eigenen Verein kommen. Weil das schafft natürlich nochmal eine krasse Identifikation. Mhm. Und wenn ich darauf auf die Bundesliga schaue, ist das eigentlich das Einzige, was mir so ein bisschen, wo ich sagen würde, boah, da könnten noch 1-2 Spieler sein, die aus dem Nachwuchs kommen. Weil das macht ja auch was mit den Fans nochmal, wo die sagen, ey, da kann ich nochmal richtig mitgehen. Das ist das Einzige, was mir so ein bisschen vielleicht fehlt. Ich fand einen Aspekt jetzt ganz interessant, weil im Endeffekt münzt ja ganz, ganz viel dann auf der individuellen Qualität. Wenn wir zum Beispiel auch über eine Restraumabsicherung sprechen. Du hast es vorhin gesagt, Frankreich greift nur mit 4 Spielern vorne an, weil sie eben mehr individuelle Qualität haben. Ist das dann auch so, wenn ich aktiven Fußball spielen lasse, Ballbesitzfußball spielen lasse, dass ich dann eben auch eine höhere individuelle Qualität brauche, um dann eine vernünftige Restraumabsicherung zu gewährleisten, weil ich dann nicht mit so vielen Spielern vorne angreifen muss? Ja, vielleicht eine andere, ne? Wenn eine andere individuelle Qualität. Individuelle Qualität ist ja auch sehr unterschiedlich. Mhm. Wenn wir jetzt auch sagen, wir wollen individuelle Qualität entwickeln, das ist ja die Qualität Sven Bender und das ist die Qualität Florian Wirtz, was ja erstmal unterschiedlich ist. Der eine ist ein Zweikampfmonster, der alles organisiert und eigentlich keine Fehler macht. Der andere ist extrem kreativ in der Art, wie er nach vorne Fußball spielt. Also vielleicht eine andere individuelle Qualität. Ich müsste jetzt mit Mannschaften mal einmal durchgehen, wie das ganz genau überall läuft. Aber das ist natürlich eine unterschiedliche Art, wie du auch scoutest. Wenn du auf Ballbesitz spielen möchtest, dann musst du natürlich auch eine Mannschaft zusammenstellen, die das im Ganzen kann. Weil, mhm, wenn du jetzt 3 drin hast, die das nicht können, dann geht es ja immer kaputt. Ja, und, ja. Und das ist natürlich etwas, was in der Gesamtstrategie auch wichtig ist. Ich glaube, wenn man es Leverkusen nimmt, dann reicht die Qualität an Offensivspielern, um gar nicht so viele Spieler schon vorne stehen zu haben. Ja, immer 3-2 Restabsicherung meistens. 3-2, ne? Ja. Palacios macht jetzt auch noch das Tor, ne? Ja, also da kommt auch noch einer, der dann nach vorne, ja, läuft und, ja, das Tor macht. 3-1, ja. Aber genau, aber das sind natürlich auch alles Maschinen. Mhm. Also sie sind sowohl am Ball gut, aber es sind auch einfach Maschinen. Und es ist einfach ein Unterschied. Du kannst diese individuelle Qualität und diese Fähigkeiten kannst du bis zu einem gewissen Punkt durch Taktik kompensieren, mhm, aber nicht abschließend. Mhm. Sonst würde es keine Scouting-Abteilung geben. Sonst würden keine Transfers für 70 Millionen gemacht werden, wenn das nicht der entscheidende Faktor wäre. Bis zu welchem Punkt kann man sie kompensieren? Das kann man so nicht sagen. Das ist immer ein Versuch.
Aber das ist relativ schnell auch analysiert, ne? Mhm. Also relativ, dass die Taktik, wir müssen mal gucken, wer da alles drauf schaut, wie ihr euch auch Gedanken um Taktik macht. Mhm. Und da gucken die Leute drauf, wenn du dann nicht den Ausstieg wieder hast, aber wenn die das jetzt so machen, dann kann ich aber das verändern und dann wird das daraus oder die Spieler verändern es, da gibt es irgendwann keinen Ausstieg mehr. Und das ist schon was, wo man einsteigen muss. Und dann geht es natürlich auch für die Trainer um Wahrscheinlichkeiten. Also ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass ich mich von hinten nach vorne durchspiele und dann Tor mache? Oder ist sie größer, wenn ich Longline hochspiele, auf einen Einwurf gehe und dann aus der Standardsituation treffe oder versuche, einen Freistoß rauszuholen? Und da finde ich schon auch die zweite Liga zum Beispiel ist auch fußballerisch viel besser geworden. Ja. Viel, Wahnsinn, viel, viel besser. Die ist phänomenal. Ich gucke so viel zweite Liga durch die U20. Ja, ich auch. Ja. Also wirklich, die ist so gut geworden. Aber auch viele Teams, die es lange vorbereitet haben. Also wenn ich zum Beispiel auf St. Pauli gucke, ne, wo es dann wirklich eine Gesamtentwicklung mit Fabi über 3 Jahre ist, wo man dann auch, wenn man über dieses Thema Halbwertszeiten von Trainern im Verein gesprochen, Fabi ist halt Ewigkeiten im Verein bei Pauli und da hast du eben dann auch mehr Zeit. Aber nicht als Cheftrainer. Nicht als Cheftrainer, aber in einer anderen Rolle. Genau. Aber du kannst Dinge anders vorbereiten und ich finde es super spannend, die Entwicklung, weil du eben Trainer hast, die da, bei Tim ist es ja genau das gleiche beim HSV, dass du Trainer hast, die da länger arbeiten und deswegen ist die zweite Liga, echt muss ich dir zustimmen. Wahrscheinlich wird man auch besser, wenn man das länger macht. Wahrscheinlich, ja. Das ist, aber da finde ich schon, dass man das da sieht. Und ich finde auch, die Bundesliga ist weiterhin ein tolles Produkt. Allein die Stadien, die Atmosphäre, die Stimmung, auch die Spiele. Natürlich nicht mehr durch das Geld, durch das andere einfach mehr zahlen können. Vielleicht nicht ganz oben, aber trotzdem ein ganz großartiges Produkt. Einfach ein paar mehr junge deutsche Spieler, die hier ausgebildet wurden, dann wär ich sehr zufrieden. Dann hoffen wir, dass das in der Zukunft genauso eintritt, wir wieder mehr junge deutsche Spieler in der Bundesliga haben. Wir sind jetzt am Ende unseres Interviews angekommen. Hannes, ich bedanke mich bei dir für die Zeit, für die ganz, ganz vielen tollen, interessanten Einblicke in das neue Konzept und wünsche dir natürlich viel Spaß bei der Show und vielen Dank nochmal. Vielen Dank.